Hallo und herzlich willkommen zu meiner allerersten Let's Play. Hallo, ich bin der Roger. Ich bin der Schwachmann. Hallo, ich bin der Meister. Auch neu. So it's really hard, but we think we can do it. Right? Yeah. Yes, Forschung! Check in! Or check out! Check in? Oh, wow, jemand muss es tun! Ich meine. No, unser Fernseher dreht sich bald ab, wenn wir nicht bald die Fernbedienung finden. Nein, das ist eine Gabel. Hoffe ich. Sonst würde ich nicht Michael heißen. Oh, okay. Und ich heiße nicht Michael. Seitdem wird er lustig. 2007 in Folge 250 gesagt hat, abschalten, habe ich den Fernseher nicht mehr aufgedreht. Mei, du hast ein Gedächtnis wie ein Löwe. Und ein Löwe hat gar kein gutes Gedächtnis. Jesus hat vielleicht blinde Menschen geheilt. Moses hat derische Menschen geheilt. Das ist doch wesentlich sinnvoller, finde ich. Und da soll noch einer sagen, Link ist grün. Zoe 101. Das kenne ich nicht. Nein! Jetzt kannst du... Nein. Mach ihn rein. Ran damit. Wow, jetzt! Ja! Wer das macht, der schon seit Monaten blau. Oh! Super Kritiker! Sie sind schon da und ich bin nach dem Gang. Sicher kannst du damit mehr anfangen als ich. Ja, dann sicher, ja. Wenn wir sterben. Was für ein Gott ist das eigentlich? Lass mich mal spielen. Schleich dich. Ein normaler Mensch kann nur 10% seines Gehirns verwenden. Was würde passieren, wenn man auf 100% Zugriff hätte? Fragt Morgan Freeman. Diese Frau, probiert es dann einfach aus. Erster Tod. Bitte nicht mitzählen. Es werden nicht sehr viele. Es lohnt sich also nicht. Das kann ich mir schon selber merken. Ich glaube, das war nicht Detektiv Conan. Das war nicht Conan der Papa. Ja, Leute. Das war Conan O'Brien. Stimmt. Und das ist so einer der größten Probleme meines Lebens. Dass du nicht malen kannst. Nein, so ein Blödsinn. Die haben nichts zu sagen. 80 Drachen. Dann prahlt Insomniac noch. Wir haben hier 80 Drachen, die alle wichtige Tipps dann auch noch geben. Wichtige Dialoge hier, das neueste 3D-Jumpman Run Spyro. Und was sagen sie dann? 50% davon mindestens. Danke, dass du mich befreit hast. Das Fahrrad links hat 5 Gänge. Welches Fahrrad ist schwarz? Das ist Franz. Das sind echt alle Schatzfragen. Dass du das nicht behirnst, verwundert mich. Dennoch ist die Antwort halbwegs richtig. Beziehungsweise sie ist in Theorie richtig. Das meint, am Schluss sagt der Laughing Salesman dann immer so die Message. Echt? Er sagt dann... Ja, wenn du jemanden liebst, dann musst du ihn auch wirklich lieben. Und denkst so, das war die Message. Ja, das ist die Message von der Folge. Hat dich was gebissen? Was ist? Ein Flummi! Flummi! Hör mal, flippe ihn! Flippt. Mumbo-Magie, gleich aus! Sag mal, wieso liest du jetzt den Mumbo? Keine Ahnung, mein Gott. Ein Zuseher ist jetzt gestorben, weil du Mumbo gelesen hast. Also ich weiß nicht, ob ich das jetzt schaffen will, aber egal, ich werd's versuchen. Wladimir Putin? Ja. Und Kim Jong-un? Merkel nicht? Nein. Welche Rollenspiele? Ja, verschiedene. Er spielt keine Rolle! Da! Senpai schwänzt! Senpai schwänzt! Nein, der hat seine eigene, der hat seine eigene. Klicke, der hat, glaube ich. Der hat die Klicke mit dem Baum, der hängt sich gleich am Baum. Nein, da ist nur einer, gell? Liebe ist ein großes Thema auf deutschen Schulhöfen. Deshalb finde ich dieses Spiel äußerst förderlich. Ich würde es sofort auf meinem Schul-PC installieren. Rot ist die Farbe der Liebe! Ihr scheint ja noch nicht so aufgeklärt über die Liebe. Wenn ihr mit einer Person sprecht, schaut auf ihre Füße, schaut ihr nicht in die Augen. Oder ohne Füße! Zehenspitzen. Wenn die auf dich zeigen, dann bist du der Richtige. Ja, ja. Das ist wirklich die Macht hier. Und dann der Kuss. Springt dann. Oh. Das ist die Macht der Liebe. Blickkontakt. Ihr wisst, was das heißt. Auge, gemacht, Auge in Auge, Zahn um Zahn. Das kommt erst später, Zahn um Zahn. Das ist ja beim Küssen. Was bekommt überhaupt der dritte Platz? Was ist der Preis des dritten? Ein Kuss. Okay. Ja. Zeigen die Füße links und rechts, eine links, andere rechts, ist die Person noch unentschlossen. Ich hoffe, bei euch läuft das Ding, weil bei meinem Kontrollmonitor läuft gerade gar nichts.
Ich brenne nur für euch. Was aber, wenn die Füße in die Mitte zueinander zeigen, Oskar? Ich glaube, man muss aufs Klo. Schweden hat Kurven. Das haben wir heute gelernt. Ja, meistens der den ersten Schritt wagt, ist der, der am Ende das Eis bricht. Und meistens auch der, der die Scheidung zu verantworten hat. Okay. Kennt ihr St. Valentin? Ja, das ist doch der mit die Liebespfeile, oder? Niederösterreich, das ist ein Ort. Echt? Ich hab doch mein Amor. Habt ihr gewusst, dass man Geschenke annehmen soll? Wusstet ihr, dass Küssen mit der Oberlippe ein Zeichen für Insolvenz ist? Was? Schon wieder stecken geblieben. Stecken bleiben ist natürlich in der Liebe auch ein großes Thema. Könnt ihr Fingerakrobatik? Ja. Junge! In der Liebe lächelt man oft, obwohl man es gar nicht so meint. Vielleicht war es ja bei manchen eine kurzweilige Liebe. Schau, ich oder eine langweilige Liebe. Boah, wo waren wir denn noch? Paris waren wir und Frankreich waren wir auch. Die Liebe ist hart, aber... Ich bin nicht härter. So was? Tamato, er zockt ja nur. Tamato zockt irgendwas. Es interessiert kein Schwein, das gibt's ja nicht. Er spielt irgendeinen Blödsinn, den sonst... Also das könnte eigentlich jeder gewesen sein. John Cena, Rey Mysterio. Moment mal. Mir fällt ein, ich glaube es war. Der wusste ja gar nichts, Mann! Weißt du, auf Dingseldick. Was? Dingseldick. Wie heißt das Ding? Tiny Pick. Was ist der? Ich hab dort ein Video hochgeladen. Chuck Norris schaut eine Folge One Piece. Er findet es. Wann sonst hat man die Hoffnung, den Tod und die Natur und die Liebe in einen Raum versammelt zusammen Nächt spielen? Chuck Norris hat mal einen Film gedreht, aber er hat vergessen, die Kappe von der Kamera runterzunehmen. Und den Film spielt es jeden Tag immer im Fernsehen, wenn man den Fernseher abgeschalten hat. Was? Was ist das für ein Witz? Irgendwann werde ich noch zum Orangutan hier. Und den Orangutan hat noch niemanden gut getan. Nächster Stream, Montag. Montag ist Schule. Das, meine Freunde, ist der Sockel von meinem Stift. Mhm. Okay, geschlossene Front. Ein Tiger ist auch eine Katze. Sechs zu sehr. Obwohl wienerisch ist das nicht. Ruckelt stammt aus Norddeutschland, wo vor 50 Jahren ein großes Erdbeben stattfand. Schüttelt mir die Hand, auf dass es fair wird. Sicherheitsgurt, wir schnallen uns alle an, wir finden Sicherheitsgurt. Und die Deutschländer, also die Norddeutschländer, haben da noch keinen Begriff dafür gehabt, weil in Deutschland gab es noch nie ein Erdbeben. Du stirbst ja? Aber nicht, du schaffst das schon. Danke. Was hast du dazu zu sagen? Gar nichts. Während alle schon müde im Ziel sind, rennt Duracell immer noch. Und da haben sie gesagt, es ruckelt. Und dann ist der Begriff stecken geblieben. Und sie haben ihn immer verwendet, wenn es ein Erdbeben gab. Und heute auch, wenn es ein Computer-Erdbeben gibt. Also wenn halt was ruckelt. Das ist ja wirklich wie im AKH-Spital. Blut, nichts als Blut. Ich warte lieber. Ich bin hier nicht der Riskante von der echten Ecke. Und daraus kann ich dir deine Prognose für die Liebe sagen. Mattkid kann dir die Wettervorhersage sagen. Cool! Kevin sagt dir deinen Todestag. John Cena. Pfui! The Miz. Triple H. Was? Sin Cara. Oh. Keine Ahnung, wer noch dabei ist. Produce Clay. 15. Und wenn ich einen Sprung nur für Sau, dann könnt ihr mich krank. Für immer Schwein nennen. Chuck Norris geht auf Saugstrudel. Er lädt was hoch. Modus. Detektive, los. Speedrun. Speedrun durch den Little Big Planet Speedrun, kommt schon. Los geht's.
Oben steht so noch immer, dass das eine Crash. Skip it! Skip it! Skip it! Skip it! Wieder! Oh, typisch Anja! Typisch Anja! Oh. Oh nein, aber viel zu sah. Zu sah, ja? Ja? Weil du so miserabel. Ich hab dich zu sehr angesprochen. Das war jetzt nicht gut. Nein! Weil du so miserabel gespielt hast! So sonnenklar! Okay, Anja, jetzt ist es on. Es ist Fever Mode bei dir. Oh je, meine. Psycho-Let's Player, sehe Rax. Und da hat mich vom Hocker gehauen, wie ich den Namen nur gehört habe. Ich hab gedacht, macht der jetzt Let's Plays oder was? Candle Cove, Creepypasta ist nicht doof, Candle Cove. Was ist denn? Für alle von den Null-Zusehern, die ihn nicht kennen. Und zwar niemand, weil es sind Null. Weißt du, was ich mal bei Ground Gamer frage? Morgen wieder gesehen. Kennst du noch diese Werbung mit dem Käse, Pommaché? Es war, glaube ich, eine Wurst eigentlich. Aber auch Wurst. Der Tod im Fadenkreuz der Liebe. Wow, ich habe überhaupt keine Flasche gesehen. Dann los, Anja, zeig, was du nicht kannst. Aaron, was hast du dazu zu sagen? Hey, Tom Turbo. Hab ich dich gefragt? Ich habe versucht, den Quellcode der Erde zu knacken. Sind draufgekommen, er lautet 110445678. Wow, cool. Wer kennt das Lied 5 Belgen bellen? Wow, 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 Belgien. Wuppet, 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 wuppet. Soll ich kippen? Ja. Ja. Soll ich echt kippen? Ja. 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 Okay, ich mach's jetzt. Geht's los? Ja. Ja. Aber ich kann mich verkleiden nach einer Crash-Sache. Soll ich das machen? Nach einer Crash-Sache? Ja. Das wird mir jetzt etwas suspekt, aber fahren Sie mal fort. Okay, dann muss ich kurz mal weggehen und dann kommen. Ich kann mich verkleiden. Leute, der ist dumm. Ist der Champion von dem Spiel hier wieder zurück im Spiel? Ja, klar. Nein, was ich eigentlich sagen wollte, wenn ein Battle Kit 3 auf Kickstarter gesponsert wird, werde ich all meinen Mut zusammennehmen und ihm, höchstens 3 Groschen geben. Halten, rennen und gleiten. Das ist ein Jump'n'Run. Die Dino-Zauberer, ich muss gar nicht mehr runterzählen, die Dinos kommen jetzt einfach so aus meinem Eimer raus. Aber kann der Batman eigentlich Blut saugen? Sag, was glaubst du? Nein! Ja, wir sind da schnell durch, das ist eine Arbeit von 10 Minuten. Eine Arbeit? Ich mag keine Arbeit. Arbeiten müssen wir jetzt auch, ne? Wir sind Kindergarten. Aber gibt's von Glurak jetzt nicht so eine Mega-Evolution? Ja, sicher, Glurak. Es dreht sich, es bewegt sich. Du willst in den Prater einbrechen gehen? Da brat mir doch jemand ein A, das gibt's ja gar nicht. Euer Mann ist da, macht euch das jetzt. Ich? Basteln! Ja, wir gehen jetzt zum Big Show. Wer ist der Big Show? Ich bin der Big Show. Ja, ich hätte gern eine Ladung Anti-Stress-Pillen, okay? Verdoppeln Sie die Menge. In der Liebe ist alles erlaubt. Sauberste Fahrt hat aber grün. Ja. Im Krieg jedoch herrscht das Regime. Cool, ich bin 7. Ah, du hast den blau gemacht. Ich hab... Wow. Nein, blöder Tiger, was ist mit dir los? Jetzt hör auf, das Atemsterben! Ich bin Erster nicht mehr! Du hättest zurück müssen, da war eine Rufzeichenkiste, die hat gesagt, wie... Bitte schlag mich nicht mehr! Also, wow. Aber es gibt tatsächlich eine Beyblade-Fanbase in meiner Klasse. Wow! Nein, gerade jetzt im Setup für die Dino-Zauberer. Bam, da kommt nicht das schon.
2, Dino-Zauberei! Ja! Dino-Zauberei! Was? Mein Hocking! Du musst einen Drehjump machen. Von da oben oder von da? Schwer. Warte! Crash ist ja ein 3D-Spiel. Wow, nicht gewusst! Warte mal, da muss ich ja! Ja! Ich hab keine Ahnung. Disco! Ich bin der Gewinner! Welcher Michael ist erster? Kröntin! Kröntin! Passt zu dem mit Haare! Dort oben? Ja, der macht's! Sehr gut, der macht's! Haare macht das! Ja! Ja! Das war BLB Jahr 3. Auf dass das nächste Jahr genauso gut wird. Besser. Noch besser. Wiederschauen. Reingehauen. Tschüssikowski. Blasikowski. Ciao mit C. Tschüss.